Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Ich möchte heute wieder ein super leckeres Dinkelbrot machen. Ich bin zurzeit wirklich im Dinkelfieber. Ich habe das bis vor kurzem eigentlich gar nicht so beachtet. Ich habe mir gedacht, was haben die Leute jetzt da mit dem blöden Dinkel? Nur noch Dinkel her, hin und her. Doch jetzt bin ich selbst im Dinkelfieber. Also mir schmeckt es zurzeit richtig gut. Und auch hier möchte ich wieder ein wirklich kräftiges Brot machen, was auch intensiv nach Brot schmeckt. Um einen intensiven Geschmack zu erhalten, brauche ich Zeit, viel Zeit. Und im Gegenzug brauche ich sehr wenig Hefe. Denn je mehr Hefe ich habe, desto schneller geht's. Und genau das möchte ich ja nicht. Ich möchte dem Teig viel Zeit geben, um Aromastoffe entwickeln zu können. Und deswegen braucht er eine lange Gehzeit. Und dafür habe ich mir hier jetzt auch erstmal nur 4 Gramm Hefe hergerichtet. Mehr nicht. Ihr seht es bei 4 Gramm, wenn ihr schon mal Brot gemacht habt, dann ist es ja schon mal klar, am heutigen Tag wird das nichts mehr mit Brot backen, sondern das wird Minimum 24 Stunden liegen müssen, damit die Hefe genug Zeit hat, um sich zu vermehren und um arbeiten zu können. Wenn ich Dinkelmehl verwende, dann brauche ich unbedingt ein Brühstück. Das habe ich mir wieder am Vorabend hergerichtet. Das sind 300 Milliliter kochendes Wasser und 200 Gramm Dinkelmehl der Type 1050. Das habe ich zusammen vermischt, hast mit meiner Knetmaschine kneten lassen, ungefähr 5-6 Minuten, dann entsteht diese Masse. Da merkt man sofort, da verkleistert die Stärke vom Mehl sofort, dadurch wird mehr Wasser gebunden, die Krume wird saftiger und bleibt länger frisch. Als weiteres habe ich mir noch Folgendes gedacht, ich nehme mal 300 Gramm Urdinkel. Das tue ich gleich in meine Schüssel rein. Dann habe ich hier noch 150 Gramm Dinkelmehl der Type 1050. Das macht den Teig ein bisschen stabiler. Dann habe ich hier 15 Gramm Salz und 3 Gramm Hefe. Und zum Schluss kommt noch Wasser dazu. Das sind 270 Milliliter lauwarmes Wasser. Tue ich jetzt alles hier rein, lasse das von meiner Knetmaschine verkneten und zwar mache ich 4 Minuten bei der niedrigsten Stufe und 4 Minuten bei der zweiten Stufe. Mein Teig ist jetzt schön geknetet worden, hat jetzt eine richtig schöne Konsistenz. Ich werde den jetzt gleich mal auf meine Arbeitsfläche tun. Habe ich mir hier ein Blech hergerichtet. Was ihr nehmt, ob ihr jetzt eine Plastikschale nehmt oder so ein Blech wie ich, das ist eigentlich egal. Der Teig müsste nur ein bisschen Platz haben, damit er hier halt da wirklich in Ruhe hergehen kann. Und da wird der Teig auch dann gestretcht und gefaltet. Warum mache ich das? Ich helfe damit der Hefe quasi nach, damit sie schneller Luft einarbeiten kann. Denn wenn ich jetzt hier rausziehe, und hier einklappe, habe ich hier drin Luft, die ich hier quasi mit verschließe und ich helfe damit der Hefe. Genau das mache ich jetzt, ungefähr alle 4 Stunden. Das bleibt jetzt hier drin. Nach 4 Stunden nehme ich mein Blech wieder raus, ziehe es wieder auseinander, klappe es ein von allen 4 Seiten und das mache ich ungefähr alle 4 Stunden. 4 oder 5 Mal. In der Zwischenzeit wird es nochmal schön zugedeckt, damit es nicht austrocknet. Und dann lasse ich es ruhen im Kühlschrank. 24 Stunden später sieht mein Brot jetzt so aus. Das ist wirklich schön hergegangen. Ich habe es jetzt in der Zwischenzeit 5 Mal gefaltet. Jetzt tue ich es mal raus. Ganz vorsichtig. Denn jetzt habe ich dem Teig wirklich viel Zeit gegeben und der Hefe viel Zeit gegeben, um da arbeiten zu können. Deswegen will ich auf keinen Fall die ganze Luft jetzt rausdrücken. Gärkorb habe ich mir genommen. Ich staube den jetzt mit Roggenmehl aus.
Ich habe mit Roggenmehl einfach die besten Erfahrungen gemacht. Da bleibt es eigentlich nie kleben. Und jetzt mache ich ihn nur ganz vorsichtig rund. Wirklich nicht feste drücken, sondern nur ganz vorsichtig. Habt ihr es gesehen? Jetzt bin ich ein bisschen weit hier rüber. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe es halt nur so eingeschlagen, bis es einigermaßen rund war, wirklich ganz vorsichtig, nicht festgedrückt, und habe es dann auf den Schluss gerollt, und den Schluss habe ich jetzt hier reingelegt. Der Schluss soll ja dann oben sein, damit es dann schön aufreißt. Ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen, da hieß es, mein Brot wird irgendwie, keine Ahnung, es sieht halt komisch aus und bla bla bla. Dann habe ich mir das Rezept von denen schicken lassen und gefragt, wie die das Brot machen, und da kommt es wirklich oft vor, dass Leute ihr Brot eine Stunde hergehen lassen oder in dem Fall wie ich jetzt 24 Stunden und dann kurz vor dem Backen nochmal ordentlich durchkneten und damit alles kaputt machen, was die Hefe da gemacht hat. Und das ist totaler Blödsinn. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht kein Anfänger in dem Beruf. Ich habe schon ein paar Brote gemacht und das ist totaler Blödsinn. Lasst es bitte. Ja, sowas sieht man ab und zu beim Hefeteig. Wenn man jetzt Krapfen macht, dass man die nochmal nach einer gewissen Zeit nochmal ausstößt, damit man die Luft rausdrückt, um die Poren fein zu halten. Aber dafür lässt man es halt viel länger gehen. Das wäre aber beim Brot totales No-Go. Also auf keinen Fall irgendwie nochmal ausstoßen vor dem Backen. Mein Brot lasse ich jetzt nochmal eine halbe Stunde, 40 Minuten, kommt darauf an, wie warm es bei euch ist, nochmal in Ruhe hergehen. Dann heize ich mir meinen Ofen hoch auf 250 Grad, wie immer mit einem Blech unten drin, um Wasserdampf zu erzeugen. Aber jetzt kriegt es erstmal Ruhe. 40 Minuten später ist mein Brot richtig schön hergegangen. Richtig toll. Ich habe meinen Ofen, wie schon gesagt, auf 230 Grad, auf 250 Grad vorgeheizt. Auf Ober- und Unterhitze. Wie immer habe ich ein Blech unten drin. Auf das schütte ich jetzt das Wasser, um Wasserdampf zu erzeugen. Und jetzt tun wir mal das Brot aufs Blech stürzen. Machen wir mal so. Ich habe mir jetzt zwar ein Messer hergerichtet, aber ihr seht, es reißt sofort auf. Es ist jetzt ein bisschen schwer rausgegangen. Es reißt sofort auf, deswegen tue ich es auch gleich in den Backofen rein. Ich lasse jetzt das Blech mit dem Wasser für 5 Minuten drin, dann tue ich das raus mit dem restlichen Wasser und schalte den Ofen auf 200 Grad zurück. Eine Stunde später sieht mein Brot jetzt so aus, ist richtig geil aufgerissen, hat eine sehr schöne Farbe. Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, aber das hat man beim Kippen schon gesehen, hier auf der Seite ist es ein bisschen stark aufgerissen. Somit ist die Seite ein bisschen flacher als die hier. Der einzige etwas schlechte Punkt. Ansonsten super Farbe. Fühlt sich so richtig toll an und es riecht ja auch wirklich gut in der Küche. Jetzt lasse ich es komplett auskühlen und dann tun wir es mal anschneiden. Mein Brot konnte jetzt komplett auskühlen. Jetzt werden wir es mal anschneiden. Ich erwarte ein sehr feines Porenbild. Die Kruste dürfte knackig sein. Das sieht man ja jetzt schon. Jetzt schneiden wir es mal an. Wie ich gesagt habe, feines Porenbild. Federt schön zurück. Oh, hört ihr das? Oh, riecht super. Sieht wirklich gut aus. Probiert es aus, schreibt mir, wie es bei euch geworden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.